Hallo, ich bin Patricia Dender und hier seht ihr ein Video von mir beim Skifahren gestern. In herrlichem Sonnenschein und in voller Freude und Vitalität. Ja, aber leider war es nicht immer so. Genau genommen vor 2 Jahren um diese Zeit hatte ich immer mehr Rückenweh und Beschwerden und konnte kaum mehr laufen und habe mich eigentlich durch den Tag gequält und habe natürlich gedacht, ja, das geht schon mal wieder weg. Aber anstatt dass es wegging, wurde es immer schlimmer und schlimmer, bis dass ich dann im Mai 2017 tatsächlich keinen Schritt mehr gehen konnte. Ich konnte mein Auto nicht mehr fahren, ich konnte keine Kupplung mehr drücken, ich konnte eigentlich auch nicht mehr sitzen. Es hat mir alles so unendlich wehgetan. Und ja, ich hoffe, das wird nicht so lange, aber ich denke, es ist mal wichtig, wirklich hier genaue Testimonials zu sprechen und zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man den Weg geht und den Glauben sich erarbeitet. Ja, und dann war ich so weit, dass ich wirklich vor lauter Schmerz nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Ich konnte auch kaum mehr arbeiten und ja, bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir gesagt, ja, ich müsste sofort am Rücken operiert werden, das wäre Ischias, sonst würden alle Nerven absterben, etc. pp. Und ja, da hatte ich aber trotz all diesen unendlichen Schmerzen, hatte ich so eine starke Stimme in mir, die mir ganz klar gesagt hat, dass es nicht der Weg ist, dass die Operation nicht der Weg ist, sondern dass es einen anderen Weg gibt und dass ich mich jetzt heilen muss und dass ich jetzt diesen Weg nach innen gehen muss zur Heilung und ja, sonst käme vielleicht irgendetwas Schlimmeres. Ich soll doch nicht warten, bis dann todesbedrohliche Krankheit käme, die mich auf den Weg bringt. Und das war so eine klare Message für mich. Egal woran ihr denkt oder woran ihr glaubt, irgendwann mal habt ihr das sicher auch erfahren, dass das einfach so ein klares Wissen ist. Und dass dieses Wissen ist unumwerfbar. Ist natürlich schwierig, dann mit diesem Wissen seinem Umfeld klarzumachen, dass man diesen von Ärzten angeratenen Weg nicht gehen möchte, weil er nicht richtig ist für einen. Und in dem Moment bist du eigentlich total alleine auf weiter Flur, weil das versteht fast niemand. Jetzt weiß ich, dass in dieser Gruppe sehr viele Menschen dabei sind, die das verstehen und die auch sich auf den Weg gemacht haben, aus unterschiedlichen Beweggründen, aber doch den Glauben gefunden haben, auch dank Dr. Joe Dispenzas Büchern, dass es noch mehr gibt und dass es mehr gibt als die Schulmedizin und dass es Heilung gibt, dass es Heilung und Ganzsein gibt und dass es einen Weg dorthin gibt. Ja, diesen Weg habe ich dann eingeschlagen und er war wirklich sehr schmerzhaft und er war sehr mühevoll, vor allem immer wieder diesen Glauben zu behalten, diesen Glauben zu behalten, viel zu lesen, immer wieder sich zu versichern mit anderen Testimonials, die einem bestätigen, dass es möglich ist, dass es Möglichkeiten gibt, außer denen, die man sich vorstellen kann, außer denen, die einem hier in unserer Realität gesagt werden. Und das ist wirklich ein krasser und ganz, ganz, ganz beschwerlicher Weg und diese Motivation immer wieder zu finden und zu sagen, ja, es ist möglich, ich muss so nicht leben. Es ist nicht so für mich bestimmt, im Schmerz zu leben. Es ist auch nicht für mich bestimmt, mit irgendwelchen Operationen wie ein Auto wieder in Schuss gebracht zu werden, dass ich dieses Leben auf diese Art und Weise in diesen Anstrengungen, in diesem Stress weiterleben kann, wie es mir von außen aufgedrückt wird. Und das ist eben auf jeden Fall nicht der Wille unseres Lebens, nicht der Wille des Universums, nicht warum wir hier auf die Welt gekommen sind, dass wir in diesem Stress, in diesem Hamsterrad, in diesen Pflichten erfüllen zu müssen, denn Leben jeden Tag, Tag ein, Tag aus, von einem Urlaub zum anderen uns umherhangeln. Das kann nicht sein. Und irgendwann mal fängt eben an, der Körper diese ganzen Informationen, die ihm wir geben,
wie wir denken, unsere ganzen Ängste, unsere ganzen Gefühle, irgendwann mal nimmt der Körper die auf und setzt sie um und zeigt uns, hey, so in dem Sinne, du hast mir so oft gesagt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas nicht stimmt, du hast mir so oft gesagt, dass etwas zu viel ist für dich, du kannst nicht mehr, du magst nicht mehr, es regt dich auf, die anderen regen dich auf, du kennst keine Lösungen. Und so weiter und so fort, was man sich da so alles den ganzen Tag denkt und überlegt, wenn man in diesem Gedankenspirale drin ist. Ja, und dann war ich halt da und hab keine Operation gehabt, habe dann zum Glück einen Sportarzt gefunden, der mich mit Eigenbluttherapie und Arnika-Spritzen und so weiter unterstützt hat. Dass die Spannung ein bisschen nachlässt in meinem Körper. Und natürlich, ja, ich habe immer wieder versucht, ab und zu mal mit Schmerzmitteln das Ganze einzudämmen, bis ich gemerkt habe, ja, bei mir ist es eigentlich so, dass die Schmerzmittel nicht helfen. Das Einzige, was mir hilft, ist Meditation. Und die Energie, die dann geflossen ist in der Meditation, die hat mir Erleichterung gegeben. Und so weit war ich dann. Und ja, ich wusste, irgendwie muss noch weitergehen. Und langsam konnte ich dann auch wieder sitzen, dann konnte ich einigermaßen gehen, aber immer mit Humpeln und mit extremsten Schmerzen. Und also ich war auch verzweifelt, auch in der Dusche gestanden und habe geschrien und habe mir überlegt, wofür werde ich bestraft? Warum ist es so? Woher kommen diese grausamen Schmerzen? Weil ich auch viele Bücher gelesen habe, also für die es vielleicht kennen, von Dr. Joe Sarno, Healing Back Pain, oder von Stephen Ray Osanich, die große Schmerzlüge. Und in diesen ganzen Büchern ist eben auch bewiesen worden, und ja, dass es nicht sein muss, dass man so Schmerzen hat, egal was für Röntgenbilder, egal was für MRIs, egal was für Diagnosen. Der Schmerz im Körper, der ist so individuell und hat eben tatsächlich mit dem individuellen Seins- und Gefühlszustand eines jeden zu tun. Ja, und dann bin ich halt weiter auf die Reise und irgendwann mal wurde das tatsächlich besser mit diesen Ischias-Schmerzen, mit diesem Gelähmtheit- und Taubheitsgefühl in meinem linken Bein, als ich dann gemerkt habe, rechts in der Hüfte habe ich eben extreme Schmerzen. Ich kann rechts nicht mehr aufstehen. Und das ist natürlich eine riesengroße, jetzt im Nachhinein sage ich, Prüfung gewesen. Diagnose war Hüftarthrose und medizinische Empfehlung war ganz klar künstliches Hüftgelenk. Und auch da wusste ich, dass das nicht der Weg ist. Und natürlich immer wieder zu hören, Arthrose ist nicht heilbar und Gelenkverschleiß und Knochenverschleiß, es kann sich nicht regenerieren. Und ich war aber trotzdem immer der Überzeugung, dass wenn sich der Körper heilen kann, wenn der Körper per se 100% zu seinem gesunden, absolut perfekten Zustand, der für ihn gedacht worden ist, zurückkehren kann, sei es mit Rückenschmerzen, sei es mit anderen Sachen, mit anderen Testimonials, dann kann es doch irgendwie nicht sein, dass es irgendeinen Ausschluss gibt. Entweder kann sich der Körper heilen oder er kann sich nicht heilen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dass der Körper sich heilen kann, dann kann er sich heilen. Und zwar von allem. Und die Diagnose letztendlich sollte doch egal sein. Und mit diesem Wissen und mit dieser Überzeugung bin ich auch in diese Herausforderung der Hüftarthrose hineingegangen und habe Physiotherapie gemacht, auch hier wieder Eigenblut, Spritzen und andere Spritzen von dem Sportarzt, die mir dann langsam, aber wirklich sowas von langsam weitergeholfen haben. Der Schmerz war halt immer noch da und ja, die Überzeugung, die ich wusste, ich muss die Überzeugung haben, ich muss das Gefühl haben, ich bin heil, ich bin ganz, ich bin perfekt, damit mein Körper das auch glauben kann, das war der weite Weg. Wie ich dahin kam, immer wieder, der Verstand steht im Weg, die Gefühlswelt steht im Weg, alles andere, ich meine, diese Person zu sein, die gesund und glücklich ist, damit mein Körper nachher nachziehen kann. Diese Person zu werden, diese Person zu fühlen, diese Person zu denken, diese Person zu handeln,
Natürlich, insbesondere auch in den Meditationen von Dr. Joe Dispenza, du bist immer während der Meditation, schaffst du es dort reinzukommen und kriegst so einen kleinen Vorstellung von diesem Gefühlszustand. Aber irgendwie gehst du dann raus aus der Meditation und triffst dich wieder, triffst die Realität wieder, die du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst und alles ist wieder die gleiche Scheiße, damit ich es mal wirklich mit klaren Worten sagen kann, wie vorher. Ja, und dann beginnt einfach die Reise und ich bin heute überzeugt davon, dass Dr. Joe mit diesen Meditationen, dass da wahnsinnig viel zu erreichen ist. Und dass das wirklich ein ganz, ganz guter Weg ist und eine gute Begleitung. Aber mir war das dann nachher irgendwie zu langsam. Ich meine, ich konnte in den schlimmsten Zeiten, war ich 4, 5 Stunden, 6 Stunden am Tag, habe ich meditiert, weil ich es anders gar nicht mehr ausgehalten habe. Also, aber als ich dann wieder in das Leben eintreten wollte und irgendwie meine Pflichten wieder wahrnehmen wollte, zumindest mal irgendwie kochen und Wäsche waschen und vielleicht irgendetwas putzen, ja, vom Boden putzen oder sonstigen größeren Putzaktivitäten, da war ja lange nicht dran zu denken, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, da ist noch etwas. Ich meine, es nützt mir ja nichts, wenn ich die ganze Zeit in der Meditation umlaufe, in der Meditation irgendwie ein gutes Gefühl kriege und dann kriege ich so wie ein Eimer kaltes Wasser ins Gesicht, wo die Realität mir zeigt, schau mal, du kannst ja nicht mal die Spülmaschine ausräumen. Was möchtest du eigentlich? Und ja, dort weiterzuarbeiten und nach innen zu gehen und Schicht für Schicht sozusagen abzutragen, die einen von dem Glauben, von der Überzeugung und von dem Vertrauen trennt, dass die eigentliche Grundidee für einen selber die Perfektion ist und dass das mit einem alles in Ordnung ist. Das ist eigentlich diese schwierige Brücke zu durchgehen oder wie Dr. Joe sagt, übergehen, er sagt, geh zu den, überquere den Fluss. Aber dieser Fluss, der ist so reißend und dieser Fluss, der will einen behalten, dieser Fluss, also das Alte will einen behalten, diese alten Vorstellungen, das, was einem antrainiert worden ist, was einem übergestülpt worden ist, wie man gesehen worden ist und ich meine, wie man am Anfang gesehen worden ist in seiner Kindheit, in seiner Jugend, was man angenommen hat an Projektionen anderer Leute, das ist nicht zu unterschätzen, wie weit man die mit sich herumträgt und mit denen man sich identifiziert unwissentlich. Und dieser Leuchten wird dessen, was andere auf einen projiziert haben, wie man sich gesehen fühlt von anderen und wie man sich plötzlich auch mit den Augen der anderen beurteilt und die anderen Menschen um sich herum genauso beurteilt auf die Art und Weise. Und immer wieder, muss ich euch sagen, kämpft man darum, um einfach die Legitimation zu haben, dass man doch in Ordnung ist. Und diese Legitimation versucht man sich zu erkämpfen, indem man versucht, besser zu sein, indem man sie versucht, alles richtig gut und perfekt zu machen, keine Fehler zu machen, indem man vielleicht auch versucht, sich irgendwie zu verstecken, indem man versucht, konform zu sein, indem man versucht, nicht aufzufallen. Es gibt so viele Strategien, die das Unterbewusstsein entwickelt, die uns gar nicht bewusst sind, die aber in uns wirken und dann als Frequenz und Energie nach außen strahlen und dann eben genau das zu uns wieder herziehen. Und dieses Leben, das wir dann leben, ist einfach die Manifestation dessen, was von uns nach außen gestrahlt wird. Und für mich war es einfach ganz, ganz wichtig zu erkennen, was strahle ich denn aus und wie kann ich das ändern? Wie kann ich etwas anderes ausstrahlen? Wie kann ich etwas anderes denken und fühlen? Und zwar nicht nur in der Meditation, sondern wirklich jeden Moment und jeden Moment dazu und nochmal einen Moment mehr und nochmal einen Moment mehr.
bis einfach der größte Teil des Tages damit gefüllt ist, mit diesem neuen Gefühl meines neuen Ichs und meines neuen Seins. Und auf diesem Weg dorthin habe ich ganz viele Tools ausprobiert und evaluiert und erkannt, was wirklich wichtig ist, damit man nicht abspringt von dem Weg, damit man nicht resigniert, damit man das Vertrauen so hochhalten kann, obwohl es Einbrüche gibt, obwohl es immer wieder Beweise gibt sozusagen, die einem zeigen, dass es so nicht geht, wie man es vorhat. Und da ist dann so ein richtiger innerer Kampf und innerer Tumult. Und diesen Weg nicht aus den Augen zu verlieren, das ist so, so wichtig. Und aus diesem Grund, weil ich das alleine gemacht habe und weil ich auch wirklich niemanden tatsächlich gefunden habe, der mir die Stange gehalten hat, der mir gesagt hat, ja, du bist gut und richtig auf diesem Weg und du wirst ankommen, wenn du diesen Weg weitergehst, habe ich eben jetzt mein Coaching-Business darauf ausgelegt, eben genau das zu sein für die Menschen, die diesen Weg gehen wollen, in ein besseres Leben, in ein vielleicht gesünderes Leben oder auch nur in ein glücklicheres, leichteres und unbeschwerteres Leben. Und ja, die 2 oder 3 Monatsprogramme, die ich anbiete, die haben schon total vielen Menschen geholfen, eben nachher diesen Glauben und diese innere Überzeugung und die Festigkeit in sich selber zu finden, dass kein Coaching und niemand anders mehr notwendig ist, um einen auf dem Weg, dass man auf dem Weg bleibt und dass man auf dem Weg sein Ziel erreicht und die Freiheit und das glückliche Leben, das unbeschwerte Leben außerhalb dieses Hamsterrades, außerhalb dieser Konformität leben darf und sich entwickeln darf und frei sein darf und tatsächlich die tollste und größte und gesundeste und glücklichste und in einer tollen Beziehung zu allen Menschen lebendste Version seiner selbst sein kann. Und ja, wenn es euch interessiert, ihr mehr wissen wollt, ihr könnt mich kontaktieren. Wir können einen absolut gratis, unverbindlichen, ein absolut gratis und unverbindliches Telefongespräch vereinbaren und zu schauen, ob ich die richtige Begleitung für euch wäre auf dem Weg zu eurem Wunschleben, zu eurem Traumleben, zu eurer Traumpersönlichkeit, zu eurer Selbstverwirklichung, alles in allem. Es ist ein steiniger Weg und deswegen ist es manchmal gut, wenn man Begleitung hat, die einen aufbaut und liebevoll zur Seite steht, bis man allein auf den Beinen stehen kann. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und ja, vielleicht hören wir uns demnächst. Alles, alles Liebe, eure Patricia, bis bald.